Hallo zusammen, das ist ein Mehrteiler und den ersten Teil findet ihr hier oben links. Viel Spaß! Ja, im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie der Bullet komplett eingerichtet worden ist. Jetzt machen wir weiter mit dem LTE-Router. Den haben wir hier. Das heißt, hinten an den Netzwerkanschlüssen müssen wir jetzt unseren Bullet anschließen, und zwar an den LAN-WAN-Port. Hier kommen die 24 Volt für den Bullet wieder dran. Und an einen der LAN-Anschlüsse schließe ich jetzt meinen Computer an. Und dann zeige ich euch jetzt, was wir noch am LTE-Router einrichten müssen, damit der ganze Kram auch funktioniert und der Router mit dem Bullet zusammenarbeiten kann. So, ich habe jetzt den Router über die LAN-1-Schnittstelle direkt mit dem PC verbunden und der Bullet hängt an der WAN-Schnittstelle vom Router. Und jetzt wählen wir uns mal ins Config-Menü vom Router ein. Da müssen wir auch als erstes mal ein Passwort festlegen. Direkt mal ins Advanced Menü, Operation Mode. Hier kann man jetzt aussuchen, ob man den Router im 3G/4G Mode betreiben möchte. Das heißt, über die eingelegte SIM-Card wird entsprechend ins Mobilfunknetz eingewählt und die Verbindung genutzt. Oder aber man kann den Wireless Router Mode aktivieren. Das ist der, den wir jetzt brauchen. Dann wird das Internet über die WAN-Schnittstelle und somit jetzt über unseren Bullet aufgebaut. Hier in dem Menü könnt ihr dann auch später immer hin und her schalten, je nachdem, welche Verbindung ihr gerade bevorzugt. Entweder über öffentliche WLANs oder über den LTE-Modus. Das passiert hier im Webinterface vom Router. Ja, der Router ist neu gestartet. Jetzt müssen wir noch die Einstellungen fürs Internet vornehmen. Ich habe es mir zwischenzeitlich anders überlegt. Ich hatte ja vorhin im Bullet DHCP aktiviert für die LAN-Schnittstelle. Das mache ich jetzt doch nicht. Ich nehme hier eine statische IP-Adresse. Das macht mehr Sinn, da wir eigentlich nur dieses eine Gerät auf der Stelle im Netzwerk hängen haben. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in unserem 103er Adressraum bleiben. Als Default geht, wir tragen die IP-Adresse vom Bullet ein. Als primären DNS nehme ich den öffentlichen Google DNS-Server und als sekundären den Bullet. So, jetzt abspeichern. Und wenn wir jetzt
jetzt in der Network Map schauen, können wir sehen, Internet is connected, hat seine IP-Adresse. Rein theoretisch sollte jetzt dieser PC über den Router und den Bullet online gehen können. Um das Ganze zu überprüfen, gehe ich nochmal in meine Netzwerkeinstellung und deaktiviere mal meine Hauptnetzwerkkarte, die an meinem DSL-Router hängt. Das heißt, wir sind jetzt nur noch über die zweite Netzwerkkarte verbunden mit dem TP-Link-Router, der wiederum mit dem Bullet verbunden ist. Und probe aufs Exempel. Wir sind online. Es funktioniert. Fehlt jetzt noch die andere Möglichkeit, online zu gehen, nämlich über das LTE-Netzwerk. Und dazu müssen wir jetzt eine SIM-Karte in den Router stecken und den ganzen Modus nochmal neu starten. Nehmen wir hier Operations Mode 3G, 4G wählen. So, der LTE-Router ist auch so weit konfiguriert, dass er mit dem Bullet zusammenarbeiten kann. Das heißt, wir können übers WLAN ins Internet gehen, aber wir wollen natürlich auch unterwegs über LTE online gehen können. Das muss jetzt noch eingerichtet werden. Dazu müssen wir hier hinten eine SIM-Karte in den Router reinstecken. Ich habe jetzt zum Ausprobieren die mitgelieferten Antennen montiert. Später kommen, wie gesagt, noch die externen Antennen dran. Und dann richten wir jetzt nochmal den LTE-Empfang ein. So, ich habe jetzt meine SIM-Karte in den Router gesteckt. Wählen wir mal den 4G-Modus aus. Natürlich muss der Router einmal neu gestartet werden. Hier müssen wir jetzt natürlich einmal die PIN von unserer SIM-Karte eingeben. So. SIM unlocked. Status, wir sind im Internet. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Somit können wir sowohl über WLAN als auch über LTE ins Internet gehen, ganz egal, wo wir uns mit dem Sprinter befinden. Jetzt muss die ganze Chose nur noch
in den Sprinter eingebaut werden. Ja, in der Testumgebung klappt das Ganze ja nun schon wunderbar. Jetzt muss das natürlich noch alles in den Sprinter eingebaut werden. Dafür werde ich euch dann noch mal ein drittes Video zusammenstellen. Da könnt ihr dann sehen, wie ich die Antennen oben auf dem Dach vom Sprinter befestige, wie ich die Kabel alle nach innen lege und die Technik dann entsprechend innen anbringe und verkabel. Da könnte man noch ein paar Tage hinziehen, bis ich so weit bin, dass ich das im Sprinter alles verbauen kann. Da sind noch vorher ein paar andere Arbeiten zu erledigen. So lange werdet ihr euch noch ein bisschen gedulden müssen. Ich hoffe, ihr konntet hier Sachen mitnehmen, die ihr für euch gebrauchen könnt. Wie gesagt, ich habe euch alle Komponenten, die ich hier verbaut habe, nochmal unter den Videos gelistet. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare und ich werde versuchen, das so weit wie möglich zu beantworten. Ist keine große Hexerei, sich so eine Installation zusammenzustellen und ins Wohnmobil einzubauen. Seid auch ein bisschen flexibel, was diverse Komponenten betrifft. Ich habe noch keine Alternative zu dem Bullet gefunden. Falls ihr irgendwas kennt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lerne auch gerne noch was dazu. Ansonsten bis dahin.